Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute in diesem Video geht es mal wieder um Lightroom. Denn auch in Lightroom wurde einiges geupdatet und es gibt ein neues Feature, worauf ich wirklich schon ewig gewartet habe. Und welches Feature das genau ist, das erfährst du nach dem Intro. Ich möchte dich noch kurz darauf hinweisen, auf meinen Instagram-Account, stefanschäfer90 heiße ich dort. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch dort folgen würdest, denn ich poste dort alle 2 Tage mindestens ein neues Bild und ich habe so eine kleine Challenge, dass ich bis zum Jahresende die 10.000 voll machen möchte. Mal gucken, ob es funktioniert. Wäre schön, wenn du mich dabei unterstützen würdest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und dem neuen, richtig coolen Feature von Lightroom. Viel Spaß! Die neue Lightroom-Version 9 ist, wie gesagt, draußen. Ich habe sie jetzt hier auch mal geöffnet. Und dieses Feature, von dem ich gerade eben gesprochen habe, bezieht sich auf den Export von Bildern. Wenn ich jetzt hier mal einen Rechtsklick auf eins dieser Bilder mache, jetzt zum Beispiel das hier, was ich gerade bearbeitet habe, exportieren und dann hier nochmal exportieren, dann habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, mehrere Versionen eines Bildes gleichzeitig zu exportieren. Wie cool ist das denn? Das hat bisher komplett gefehlt. Bisher musste man es immer so machen, dass man viele Bilder auf einmal exportieren konnte, aber immer nur mit einer Exporteinstellung. Und jetzt ist es möglich, dass wir uns hier mehrere Vorgaben abspeichern, wie wir ein Bild exportieren möchten. Ich habe mir hier zum Beispiel unter den Benutzervorgaben mal Druck abgespeichert, Facebook und Instagram. Hier Instagram 2019er Version habe ich das Ganze nochmal ein bisschen geupdatet. Und das sind Benutzervorgaben, die, wo ich jetzt hier mal draufklicke zum Beispiel, dann siehst du jetzt hier, dass das Ganze auf meinem Schreibtisch in einem Unterordner Instagram abgespeichert wird und dann jetzt hier zum Beispiel die kurze Kante mit 1080 Pixeln Breite. Bedeutet, dass wir, wenn ich mit einem 4:5 Format abspeichere, dann habe ich 1080 Pixel Breite und die Höhe ist dann 1350 Pixel, so wie es auf Instagram halt angezeigt werden soll. Das gleiche habe ich für Facebook gemacht, da wird das Ganze dann im Unterordner Facebook abgespeichert und dann hier mit einer langen Kante von 2048 Pixeln. Das sind so die Einstellungen, die ich für mich am besten finde und die für mich auch die besten Ergebnisse bringen. Und die habe ich, wie gesagt, abgespeichert. Ich kann mir jederzeit eine neue Vorgabe erstellen, indem ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas verändere, die Qualität zum Beispiel verändere und dann hier einfach auf den Button hinzufügen klicke. Dann kann ich hier einen neuen Namen vergeben. Also ich mache das jetzt hier einfach mal, indem ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte mal nur mit einer Qualität von 70% abspeichern in einem Unterordner, den ich Test nenne. Und ja, die lange Kante lasse ich mal bei 2048 Pixeln. Wenn ich jetzt hier auf Hinzufügen klicke, kann ich dieser Vorgabe noch einen neuen Namen geben. Die nenne ich jetzt einfach auch mal Test. Und jetzt kann ich auch noch sagen, in welchem Ordner die abgespeichert werden soll. Unter Benutzervorgaben hier oder aber unter LR Timelapse. Aber die lasse ich jetzt hier mal unter Benutzervorgaben. Und jetzt habe ich hier direkt eine neue Benutzervorgabe mit dem Namen Test. Und jetzt siehst du hier dahinter, dass ich hier Häkchen setzen kann. Und wenn ich jetzt dieses Bild, was ich jetzt hier mal angewählt habe, dieses Bild aus Dubai, zum Beispiel mal für den Druck, ja, das bedeutet jetzt hier, ich erstelle mir einen Unterordner Druck. Und wenn ich das jetzt hier einfach mal anwähle und dann auch noch hier Facebook zum Beispiel anwähle, dann wird jetzt hier unten auch gesagt, mehrere Vorgaben, 2 Vorgaben sind ausgewählt. Und es sind dann auch einige Bereiche ausgeblendet, wenn mehrere Vorgaben aktiviert sind. Das heißt, man kann jetzt hier im Endeffekt nichts mehr einstellen, sondern das müsste man vorher alles machen. Wie gesagt, diese beiden Vorgaben habe ich jetzt hier mal aktiviert. Das bedeutet, dieses Bild wird auch in 2 Varianten jetzt abgespeichert in verschiedenen Ordnern. Wenn ich jetzt hier auf Export klicke, dann kann ich jetzt hier noch einmal sagen, wohin das Ganze exportiert werden soll. Es gibt jetzt hier nochmal eine Ordnerauswahl. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte die in verschiedene Unterordner haben, aber es wird hier trotzdem nochmal gefragt, welcher übergeordnete Ordner hier eigentlich eine Rolle spielen soll. Und da nehme ich jetzt einfach mal den Schreibtisch und dann klicke ich hier einmal auf Done. Haben sie offensichtlich nicht übersetzt. Ja, heißt hier noch Done, ist also nicht ins Deutsche übersetzt worden. Und jetzt siehst du hier oben auch, 2 Vorgänge werden gerade verarbeitet. Das sind also jetzt unsere beiden Benutzervorgaben. Und dann, wenn der Export fertig ist, haben wir, wie gesagt, 2 verschiedene Varianten von diesem Bild, beziehungsweise haben wir davon 2 verschiedene Versionen abgespeichert. Jetzt ist das Ganze fertig und du siehst jetzt hier in dem Ordner Druck haben wir einmal das Foto abgespeichert und genauso hier auch in dem Ordner Facebook, hier ist es auch drin, jeweils mit den verschiedenen Einstellungen, die wir vorgenommen haben und das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Gerade wenn wir jetzt mehrere Bilder exportieren wollen in unterschiedlichen Größen, macht das sehr, sehr viel Sinn, diese neue Einstellung, dieses neue Feature
Und ich bin da sehr froh drüber, dass es jetzt endlich geht in Lightroom. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Feature auch vermisst habt. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, was man so in Lightroom eigentlich noch braucht. Und da ist oft dieses Thema gefallen, dass man eigentlich so ein Feature vermisst, wo man mehrere Benutzervorgaben auf einmal exportieren kann. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich möchte dich auch noch mal kurz auf meinen Online-Store hinweisen. Denn falls du mit Lightroom arbeitest, gibt es dort zwei richtig coole Videokurse. Der eine ist für Anfänger, der andere ist für fortgeschrittene Lightroom-User. Das heißt, für jeden ist da was mit dabei. Wenn du daran Interesse hast, dann schau doch da einfach mal vorbei. Ich würde mich freuen, denn das Programm ist sehr, sehr vielseitig. Vielseitiger, als man vielleicht am Anfang denkt. Und da kann man noch eine ganze Menge rausholen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.